Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, in diesem Video geht es um das Kopieren eines Demos mit 40 Tracks auf einer Originaldiskette. Und zwar habe ich im Forum 64 gelesen, dass es bei diesem Demo es Probleme gibt, es auf eine Diskette zu kopieren. Ja, ich weiß, 40 Tracks, das ist nicht ganz so einfach zu kopieren, aber ich dachte mir so, das ist doch nicht unmöglich. Heutzutage, in den 80er Jahren, war das noch so ein bisschen problematisch, aber mittlerweile gibt es da genug Softwarelösungen und ähnliches, dass man halt eben auch 40 Tracks auf eine normale Standarddiskette bekommt. Und das möchte ich jetzt einfach mal ausprobieren. Ja, wie gehe ich dazu vor? Und zwar folgendes Setup habe ich hier. Ein Original Commodore C64C Modell mit einer Ultimate 2 Plus und natürlich einer Original Floppy. Und zwar möchte ich von der Ultimate auf die Original Floppy schreiben. Die ist jetzt auf Laufwerk 8. Und die kann ich ja dementsprechend auf 8 oder 9 einstellen. Sie ist noch auf 8. Ich werde sie aber jetzt auch gleich dementsprechend auf 9 umswitchen. Und dann versuche ich mal mit verschiedenen Kopierprogrammen das Ganze dann dementsprechend hier drauf zu schreiben. Ob das funktioniert, weiß ich noch nicht. Das wäre jetzt die Challenge für heute. So, ich starte dazu erstmal den Commodore 64. Beziehungsweise da ist er schon an. Ich muss meinen Monitor nur noch anmachen, damit ich auch ein bisschen besser was sehen kann. So, ich gehe mal ins Menü von der Ultimate 2 hinein. Jetzt versuche ich erstmal das Laufwerk auf 9 umzuswitchen. Das habe ich schon mal gemacht. Es funktioniert auch. Nur die Frage ist, wie. Da bin ich jetzt erstmal wieder raus. Ich glaube, es gibt noch eine F2-Funktion. Genau. Und dann kann man hier irgendwo in den Tiefen des Menüs das Ganze auf Drive B stellen. Drive B ist 9. Das ist schon vorkonfiguriert. Was Drive B ist. Jetzt muss ich ihm nur sagen, Standard ist jetzt nicht Drive A, also 8, sondern Standard ist jetzt Drive B, also 9. So ungefähr habe ich das zumindest verstanden, dass so das Settings hier funktioniert. So, wenn ich F5 drücke, genau, dann komme ich hier rein, jetzt kann ich ihm sagen, Drive B, Turn On. Jetzt drücke ich nochmal und Drive B, Turn Off. Ja, okay, das war's, glaube ich schon. Ich glaube, mehr muss ich nicht tun. Ich gehe einfach mal, ich mounte mal jetzt irgendetwas hier. Das kann ich ja ganz normal, sagen wir das hier, ist gemountet. Und jetzt muss eigentlich normalerweise das Ganze mit 0,9 anspringen. Ja, es hat sich was getan, aber er hat nichts gefunden auf 9. Oder ich muss das noch anders machen. Genau, ich muss ihm jetzt sagen, Mount on B. Mount on B. Okay, verstanden. Okay, das wäre eine Möglichkeit. Ich mache das nochmal. Mount on B. So, und jetzt gebe ich nochmal ein. Lord Inhaltsverzeichnis, 0,9. Ja, so funktioniert das Ganze. So, ich habe das Ganze jetzt doch anders umgeswitcht. Und zwar habe ich Folgendes gemacht. Ich gehe nochmal in F2 nach Menü hinein und habe ihn einfach gesagt, Drive A, du bist jetzt immer 9. Und Drive B habe ich jetzt deaktiviert. Ich gehe jetzt hinein und starte DRA-Kopie. Das wäre mein erster Gedanke. So, DRA-Kopie wird gestartet. So. Ja, 8 habe ich natürlich nicht mehr. Jetzt habe ich natürlich 9. Gut, das war nur ein Test, ne? Ist klar. Ich habe mich nicht vertippt. So. Hier müsste DRA-Copy drauf sein. Ja, ich brauche DRA-Copy für den Commodore 64. Ich dann dementsprechend jetzt mit 0,9. Und starten es. Wenn ihr jetzt Hunde hört, dann liegt es daran, die werden gerade gefüttert. Also die nicht zu bremsen. Ich könnte jetzt auf 5 Minuten warten, aber da ist keine Lust zu, da müsst ihr jetzt durch. So, jetzt fressen sie, jetzt sind sie ruhig. So, runnen wir das Ganze. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob DRA-Copy das richtige Programm dafür ist. Ich meine, DRA-Copy kann nur 35. Could not open directory. Okay, weil er noch auf 8 steht. Ah ja, die Floppy ist nicht an. So, gehen wir nochmal zurück. Drücke F1, Directory. Floppy springt an.
No Directory gefunden, ist klar, weil auch keine Diskette drin ist. Packen wir mal eine leere Diskette ein. Einseitig nur gelocht, so muss das auch sein. Und die bleibt auch logischerweise nur einseitig gelocht. So, jetzt machen wir... Ich bin auf 8. So, jetzt die müssen erstmal formatieren. Dann drücken wir F. 8, yes. Enter Name, nennen wir sie mal Demo. Demo 2024,01. Ne, machen wir mal 0,07, weil wir haben ja Juli. Ah, sie rattert. Ich mache nochmal ganz kurz ein Reset und schaue mir das Directory an. Jo, das klingt doch schon mal ganz gut. Achso, jetzt muss ich natürlich 0,8 machen. Ich schon mal mit zwei Laufwerken hin und her switch. Und Abwurf zieht er nicht mehr so einfach, das auseinanderzuhalten. Okay, das hat schon mal funktioniert. Ich habe eine frisch formatierte Commodore 64 Diskette mit dem Namen Demo 2024-01. Ich starte jetzt nochmal Dracopie. Was muss ich tun? 0,9, ne? Da hätten wir Dracopie ohne Schnelllader. Ich mache das mal ganz klassisch. Ja. So, Dracopy habe ich jetzt nochmal frisch gestartet und die Diskette wurde gefunden mit Demo 2024. Jetzt wechsle ich ins Laufwerk 9. Wie war das nochmal? Mit der Pfeiltaste. Genau, jetzt muss ich ins richtige Directory hinein. Achso, ich muss jetzt hier mounten, ne, genau. Gemountet ist ja jetzt dieses Directory. Und jetzt suchen wir das aus, was ich kopieren möchte. So. Demo, genau, dieses Demo war das hier. Ne, ist ein Demo Maker, Demo 24 habe ich es genannt. Genau, Fairlight 1337 geht über drei Disketten. Aber interessant ist für mich ist erstmal nur Diskette 1. Die haben 140 Blocks, wollte ich sagen. Die haben 40 Blocks. Und das erkennt man jetzt auch daran, weil hier 192K steht. Ansonsten würde da 176K stehen. Das hätte dann 35 Blocks. Gut, die mounte ich jetzt. Ich lade das Directory nochmal neu. Genau, und das wäre jetzt der Inhalt von der Diskette. Da steht natürlich überall 000, aber das ist ja nur ein Directory-Eintrag, der so ein bisschen manipuliert wurde. Offenbar ist die Proppe voll und die möchte ich jetzt ganz gerne kopieren. Ich versuche das jetzt mit, wie war das nochmal, Format, nein, Rename, nein, Del, nein, Kopie, ja. Es gibt zwei verschiedene Kopiersysteme, einmal Copy-File und Copy-Ganze Directory. Disk-Copy, F8 muss ich wählen. From 9 to 8. Is it really? Nein, das ist falsch. Ich will ja von 8. Nee. Nee, doch, ist richtig. Ich will ja von 9. 9 ist meine SD2IC. Stimmt nicht, ist meine Ultimate 2. Und die 8 wäre die richtige, richtige Floppy. Genau. So machen wir das. Ich drücke in Yes. Und ich denke mal, mal gucken, ob der 40 Blocks kann. Wenn man jetzt zählen kann, dann sieht man ja, ob er nur bis 35 geht oder darüber hinaus. Tracks hat er 10, 20, 30, 40, 50. Ne, ich glaube, der schafft nur 35 Blocks, so wie das aussieht. Also wäre das Programm dafür schon mal nicht geeignet. Ich sehe gar nicht, lass uns einfach mal durchrattern. Und dann schaue ich einfach mal, was passiert. Ansonsten hätte ich ja noch andere Möglichkeiten, das Ganze zu kopieren. So, er ist durchgelaufen. Ich drücke mal jetzt A Key. Und einfach mal testen. Ich behaupte mal, es hat nicht funktioniert. Ich mache mal auch einen normalen Start mit 0,8. 0,8 wäre jetzt die echte Floppy. Ich denke mal, das Directory, das sieht schon... Ne, das sieht so eigentlich richtig aus. Ich starte einfach mal hinein. Und dann schaue ich mir das Demo mal an. Falls es überhaupt starten sollte. Und dann mal gucken, ob es funktioniert hat. Ja,
Ja, das sieht doch ganz gut aus. Habt ihr Ton? Ich höre irgendwie nichts. Das liegt an meinem Setup hier. Doch, Ton ist auch da. An dieser Stelle bricht er jetzt ab. Die Musik läuft zwar so als Loop noch im Hintergrund weiter, aber eigentlich müsste das jetzt hier dementsprechend weitergehen. Und die Floppy lädt sich hier einen Toten. Die sucht jetzt wohl, das Programm sucht jetzt wohl Track 36, 37, 38, irgendwas sowas in der Richtung und findet es dementsprechend nicht. Das heißt, also mit RAR-Kopie lassen sich 40 Tracks auf jeden Fall nicht kopieren. Jetzt versucht das Ganze nochmal mit einem anderen Programm. Utilities, machen wir das mal. Hier war, glaube ich, auch noch etwas dran. Hier war, glaube ich, auch noch etwas drin. So, was haben wir denn? Universal Cartridge Easy Flash. Was hätten wir denn da? Basic Disk Tools. Turbo Nibbler, das wäre die 3. Und Maverick. Fangen wir mal mit Maverick, habe ich mal etwas von gehört, soll ganz gut sein. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und warum Sie nicht sehen, das weiß keiner. Man muss Geduld haben, Quick viele Kopie? Nein, will ich nicht. Single Data? Nein. Dual Data Kopie? Dual Nippler? Hört sich doch erstmal gut an. Von 89 ist das. So, Starting Tracks, End Tracks. Ah, genau. Kann ich auf 40 eingeben? So. Und natürlich. Jetzt muss ich aufpassen. Source heißt Quelle. Quelle ist bei mir 9. Destination, da steht es. Destination wäre die 8. Passt. Das weiß ich nicht so genau, was das hier ist. Auto-Density? Density. Aber ich google mal, was Auto-Density ist. Da Double-Density. Okay, das hat was mit der Dichte der Floppy-Disk zu tun. Was habe ich denn? Ich habe 2 SDD. Was steht denn hier drauf? Okay, die Information reicht mir schon. Das hat hier was mit den... kann man das lesen? Da Double Sensity und solchen Scherzen was zu tun, also mit der Dichte. Das kann natürlich sein, dass die Disketten für 40 Tracks gar nicht geeignet sind. Hier steht drauf, Double Side, ist klar, doppelseitig, and Double Density. Klingt ja erstmal ganz gut, doppelt gedichtet ungefähr. Was können wir da auswählen? On, off. Wir lassen das mal so, wie es ist. So, wie kann ich denn jetzt starten? Copy this, ja, ich drücke einfach mal Enter. Starting Track 1 bis 40. Source Quelle ist 9, Ziel ist 8. Insert Disk ist schon passiert. Ich drücke Enter. Ach, habe ich gerade den Menüeintrag gar nicht gesehen. Ich switche mal wieder um. Ich habe es auch vorgelesen, insofern... genau, jetzt kommt diese Meldung hier. Source Disk is not write protected. Ach, yes, ey. Copying, please wait. Also er scheint es auf jeden Fall im Schnelllader jetzt hier zu kopieren. Hier blinkt auch so einiges. Ja, und hier wäre dementsprechend die Meldung. Ja, ich würde sagen, ich warte meinen Kopierprozess ab und melde mich dann gleich wieder, wenn er fertig ist. Der Kopierprozess wäre damit beendet. Ich drücke Return und führe einen Reset durch. So, das ist keine Final Cartridge. Das Cartridge schmeiße ich jetzt raus.
Und nehme wieder mein Standard-Cartridge. So, das run ich jetzt. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, dann machen wir mal einen Normalstart. 8, genau, jetzt muss ich aufpassen. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Ich würde sagen, ich starte das Ganze. So, jetzt habe ich's. So, und dann bis zu der Stelle, wo das im Endeffekt vorhin abgebrochen ist. Ich würde sagen, ich baue da einen kleinen Schnitt ein. Dann braucht ihr euch das Ganze jetzt hier nicht nochmal anschauen. Ich würde sagen, bis gleich. Funktioniert. An der Stelle, als vorhin das Blaue runterging, ich glaube, ich habe meine Kamera etwas zu spät angemacht. Auf jeden Fall lädt er jetzt weiter. Genau, die Stelle war das. Ja, es funktioniert. Jetzt will er Diskette 2 haben. Diskette 2 habe ich nicht, aber es funktioniert. Also die Lösung wäre in dem Fall auf jeden Fall ein Nibbler. Und dann läuft das Demo auch dementsprechend über eine echte Floppy. Nur jetzt kann ich natürlich jetzt nicht meine Diskette wechseln, weil hier drauf ist nichts. Und eine neue Diskette möchte ich in dem Sinne jetzt auch nicht dafür verschwenden. Mir ging es einfach nur darum, wie funktioniert das mit dem Turbo-Nibbler? Ist es möglich, 40 Tracks auf eine Original-Diskette zu schreiben? Ja, die Antwort ist ja, es funktioniert. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt noch bis zum nächsten Mal. Glück auf!